Ja, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von Technics for You. Heute möchte ich mir gerne mal gemeinsam mit euch die Einführung des neuen Samsung Galaxy S8 und S8 Plus anschauen und dann mal meine ersten Eindrücke und meine Meinung dazu wiedergeben. We live our lives through our phones. They're now our screens of choice to enjoy everything from TV shows to mind-blowing games. But smartphones still look the same as they did a decade ago. Buttons, bezels, and frames that all get in our way. Until now. Unbox your phone. Samsung Galaxy S8. The new Infinity Display gives you an incredible full-screen experience, yet fits comfortably in your hand. We created it by reorganizing the phone's interior, making components smaller without sacrificing performance, and embedding the home button under the screen. We created the beautifully curved edge display and also erased the bezels to give you more space for the things that matter, creating a level of immersion you see and feel. Even games and movies are completely different with the Infinity Display's cinematic full-screen experience. And a bigger screen gives you the room to multitask seamlessly. The Galaxy S8 also presents a whole new way to interact with your phone, like Bixby. Bixby, capture the screen and text it to Jane. Bixby gets smarter and more intuitive with every use. And if you find something you like, Bixby analyzes it and provides information without having to type a single word. Bixby evolves as it learns your routine, so you'll have the right content just when you need it. Bixby also gives you information on what you're looking at and will recommend places to go. We constantly push ourselves to give you technology that makes your life easier. The ability to unlock your phone with one finger, or even with your face, and secure your most important files with your eyes. Samsung DeX provides you a PC-like experience right from your phone. The camera is even better. It always focuses on your face, so you get perfect selfies every time. It also takes sharp, beautiful pictures in low light. And now, it's even easier to zoom in. And of course, the Galaxy S8 is still water resistant, so water doesn't get in the way of your day. The new Galaxy S8 connects you to a new world of experiences. The new Gear VR has a motion sensing wireless controller that makes navigating your virtual world simpler and more intuitive. And paired with the new Gear 360, the Galaxy S8 lets you live broadcast in 360 so you can share your most memorable moments in real time. The Galaxy S8 will take you beyond the limits of any phone you've ever known before. Unbox your phone. Samsung Galaxy S8 and S8 Plus. So, das war jetzt die Vorstellung vom Samsung Galaxy S8 und S8 Plus mit ungefähr 3,5 Minuten. Was haben wir jetzt alles gesehen? Wir haben natürlich zum einen die neuen Modelle gesehen, das S8, das S8 Plus. Was hier natürlich das Besondere ist, dass wir eben dieses Edge-Design jetzt auf beiden Seiten haben. Das heißt, dadurch wird der Bildschirm eben größer oder der Bereich des Bildschirms größer. Wir haben einen Eindruck vom Gerät, von den Maßen, von der Hardware bekommen. Und das ist doch das Erste, was mir jetzt aufgefallen ist, was ich ein bisschen schade finde, was ich auch merkwürdig finde. Hier geht es ja wirklich um die Vorstellung des Geräts. Wenn man jetzt hier aber sieht, die Vorstellung des eigentlichen Geräts ist hier schon zu Ende. Das heißt, nach gut einer Minute 20, also nach ungefähr einem Drittel der ganzen Zeit. Und dann geht es eigentlich nur mit Gadgets und mit der Software weiter. Was wir jetzt hier eben sehen, ist Bixby als smarter Assistent mit Objekterkennung. So, es geht immer noch um den Assistenten.
mit der kabellosen Ladestation, was ich persönlich sehr cool finde. Das benutze ich bei meinem Lumia auch regelmäßig, weil es einfach angenehmer ist, wenn man es einfach auflegt, lädt und jederzeit mitnehmen kann, ohne immer wieder abschleppen zu müssen und anstöpseln zu müssen. Was ich denke, was gerade für den Geschäftskundenbereich ganz interessant ist, das bekomme ich bei mir im Umfeld auch immer wieder mit, ist der Fingerabdrucksensor, der integriert ist, sodass ich wirklich relativ leicht mehr sperren, entsperren kann. Die Gesichtserkennung, Samsung DeX, also eine Art Kontinuum, aber das war ja auch schon bekannt, dass da ein Gegenstück kommen soll. Und dann geht es jetzt hier eben nochmal um die Kamera, also um die Aufnahmequalität, was auch wieder dabei ist, ist eben diese Widerstandsfähigkeit und die gewisse Wasserdichte. Gear VR, wo ich das eben einsetzen kann. Was ich ganz cool finde, Gear 360 als Gadget, als Ergänzung. Und das war's. Ja, also was ich erstmal sagen muss, ich finde dieses Edge-Design auf beiden Seiten prinzipiell erstmal sehr cool. Also ich bin ja eigentlich nicht so ein Fan von diesem ganzen Abgerundeten, deswegen liebe ich auch mein Surface so und diese ganzen Lumia-Barren-Handys, weil die einfach ein bisschen kantiger sind. Wobei ich aber sagen muss, dass mir das vom Design her doch schon recht schön gefällt. Wobei ich finde, dass das eben auch sehr stark sich schon an das iPhone anlehnt. Was so dieses Abgerundete gibt. Es macht, finde ich, einen hochwertigen Eindruck im ersten Moment. Ich weiß natürlich jetzt nicht, aus was für Materialien das am Ende besteht. Die Knöpfe hier gerade links an den Seiten sehen jetzt erstmal auf den ersten Blick irgendwie ein bisschen plastikartig aus. Was natürlich auch interessant ist, man muss sich eben immer so ein bisschen diese Fußnoten angucken. Also wie jetzt hier zum Beispiel steht, dass einige Apps diesen Full-Fullscreen-Modus nicht unterstützen. Das hat man hier im Laufe auch später gesehen. Was natürlich auch immer so ein bisschen Marketing-Blabla ist, mag sein, dass der Bildschirm jetzt vielleicht insgesamt ein bisschen größer ist, aber ich meine, es bleibt trotzdem von den Maßen her ein Smartphone und ich denke mal, gut, zu zweit mag das vielleicht so noch gehen. Deswegen ist ja auch ganz geschickt gemacht hier diese Aufnahme, dass natürlich das Smartphone an sich größer wirkt, aber im Endeffekt ist es trotzdem eben relativ klein, sodass ich jetzt nicht sagen kann, dass das jetzt wirklich für mich ein Verkaufsargument wäre oder ein Kaufargument wäre, dass ich da jetzt eben irgendwelche Filme besser drauf gucken kann. Was ich natürlich schon glaube, gerade hier im unteren Bereich, dass sich das da schon eher auswirkt, wenn ich da ein bisschen mehr Platz habe, wie man jetzt hier sehen, beispielsweise die Tastatur. Wenn ich jetzt hier oben noch Elemente habe, denke ich, wird das schon schwierig, die überhaupt zu erreichen. Das merkt man, oder das merke ich jetzt auch schon bei normalen Handys. Wo ich persönlich auch immer nicht so ein Freund von bin, sind diese Software-Buttons, wobei das ja hier bei dem nicht so direkt zu sein scheint. Da ist eben nur der Hardware-Button unter dem Display, so klingt das ja zumindest erstmal. Und das ist kein richtiger Software-Button, wo ich ganz glücklich darüber bin, weil, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke das schon, dass natürlich gerade diese Smartphone-Betriebssysteme auch leider so wie bei normalen PCs und Macs und so weiter eben auch schon eher anfälliger sind als früher. Ja, wie gesagt, dann ist die Vorstellung des eigentlichen Geräts auch schon zu Ende, was ein bisschen enttäuschend ist, weil, ja, so an sich. Der Screen ist halt ganz cool, aber das war es dann auch schon. Und dann kommen wir eben schon zu den Features, wo ich mir sagen könnte, die kann man, hätte man natürlich auch, oder beziehungsweise hier diesen smarten Assistenten kann man natürlich auch auf andere Geräte bringen. Dafür muss ich mir jetzt nicht ein S8 kaufen, denke ich mal. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was in der Hardware, also gerade in der Kamera, für Sensorik drinsteckt, um da irgendwelche Objekte zu erkennen, ob das vielleicht irgendwie mit Tiefenerkennung oder so arbeitet. So, aber prinzipiell ist das ja eher softwareseitig zu sehen. Und als es auch dann darum ging, tatsächlich um die Kamera, dass es jetzt eben leichter ist zu fokussieren, dass Gesichter besser erkannt werden, dass Nachtaufnahmen besser gelingen, da habe ich mich so ein bisschen an die iPhone 7-Vorstellung erinnert gefühlt, wo ich mir dann auch nur dachte, ja super, das ist jetzt ein Grund, ein neues Gerät zu kaufen, nur weil die Software da irgendwie aufgebessert wurde. Und ja, das ist natürlich irgendwie für mich persönlich ein bisschen schade. Diesen Wireless Charger, wie gesagt, finde ich doch sehr schön, also kann ich auch nur jedem empfehlen, das ist auf jeden Fall deutlich angenehmer, finde ich. Das nicht immer an- und abkabeln zu müssen. Dieses Samsung DeX weiß ich persönlich nicht, ob das jetzt wirklich so notwendig ist. Was mich hier persönlich interessieren würde, das sah ja in dem Video jetzt aus, als wenn das einfach reingelegt ist. Das kann ich mir jetzt aber fast nicht vorstellen. Da wird sicherlich noch eine Steckverbindung sein und ob das dann wirklich so easy da einzustecken ist, keine Ahnung. Und was natürlich auch immer, finde ich, so ein Manko ist, das klingt erstmal ganz cool, dass man das eben auf einem großen Bildschirm bringen kann und da eben produktiver arbeiten kann, aber im Endeffekt kann ich trotzdem nur die Apps nutzen, die vermutlich dafür überhaupt optimiert oder ja, die überhaupt dafür vorgesehen sein müssten. Und
Ich bin ja auch mal gespannt, was bei Windows noch in die Richtung geht, wenn man wirklich irgendwann einen vollwertigen PC hat und eben nicht nur diese Universal Windows Plattform Apps da nutzen kann. Ansonsten ist das, denke ich, schon ein Schritt in die richtige Richtung, dass man wirklich irgendwann nur noch ein Gerät für fast alle Tätigkeiten hat. Wie gesagt, dann geht es ja um die Kamera, wo ich mir denke, das klingt jetzt für mich auch eher nach einer Software. Also gerade wenn ich damit werben muss, dass der Fokus sich jetzt einfacher einrichten lässt. Oder ne, Zoom ist das in dem Fall, denke ich mir, ja super, das ist jetzt einfach nur eine Softwareverbesserung, dafür brauche ich kein neues Samsung. Gut, das finde ich ein nettes Feature, dass man eben eine gewisse Wasserdichte hat. Wie bei dem Vorgängermodell glaube ich auch schon bis zu 1,5 Meter für 30 Minuten. Das ist eben diese, was ist das, IP68-Zertifizierung. Das ist ein nettes Gimmick. Gut, und hier sowas Gear VR ist vielleicht tatsächlich ein bisschen angenehmer, das für VR zu nutzen, weil ich eben der Bildschirm größer ist und ich dann nicht unbedingt ständig mit so einer Linsenoptik arbeiten muss, um da wirklich so dieses ich bin mittendrin Gefühl zu erzeugen. Und was ich persönlich auch ganz cool finde, ist tatsächlich hier dieses Gear 360, womit ich ja eben dann wirklich diese 360-Grad-Aufnahmen machen kann. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, das steht ja hier unten auch schon so ein bisschen, dass ich dafür nicht unbedingt das S8 brauche. Also für mich hat das halt jetzt nicht was in der Vorstellung für die Geräte zu suchen, sondern das kann man separat meinetwegen nochmal vorstellen. Aber das wirkt eben alles nur so, dass Samsung nicht wirklich mehr eingefallen ist, was jetzt an diesem neuen S8 und S8 Plus so besonders ist, sodass sie halt diese ganzen Features, softwareseitig und hardwareseitig, also die ganzen Gadgets, da eben auch nochmal mit reinbringen müssen. Ja gut, also das war meine Meinung dazu. Mich würde mal interessieren, wie ihr das seht. Und wie immer gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.